Junge Sängerinnen und Sänger werden in aller Öffentlichkeit von einer illustren Jury seziert oder in den Himmel gelobt zum Amüsement des Publikums. So kennen wir es von X Castingshows. Mit dieser Art von Wettbewerb hat der Goncourt Ernst Häfliger so gar nichts gemein. Dort werden klassische Gesangstalente gefördert, theatralische Zusammen- oder Ausbrüche finden, wenn überhaupt, nur dann statt, wenn es die Rolle verlangt. Wir sind zum Finale nach Bern gefahren, um zu sehen, welche Emotionen denn bei dieser Veranstaltung spielen. Hinter diesen Mauern geht es um große Dramen und große Töne. Im Stadttheater Bern findet zum dritten Mal der Concours Ernst Häfliger statt. Bern sucht den Opernstar. Wie bei anderen Talentshows wird auch hier gehofft, gekämpft und bühnenwirksam gelitten. Einige Stunden zuvor. Die Finalisten bereiten sich vor, jeder auf seine Art. Von 150 Teilnehmenden haben es 10 in die Endrunde geschafft. Nun visieren sie höhere Ziele an. Ich mache mit wegen der Jury. Da sind sehr renommierte Leute dabei. Prestigieux? Das ist für mich eine gute Chance für meine Zukunft und Karriere. Die Jury, darunter der Luzerner Theaterdirektor Dominik Menta und die ehemalige Starsopranistin Edith Matthies, sehen es pragmatischer. Also wenn man den Wettbewerb gewinnt, ist man noch kein Star, sondern wenn man den Wettbewerb gewinnt, hat man hoffentlich eine gute Leistung gebracht und hat den Nachweis von dieser Leistung. Jede Gelegenheit ist wichtig, wo die jungen Sänger Möglichkeit haben, aufzutreten und sich auch zu messen, denn die Konkurrenz ist gross. Kein Plattenvertrag winkt hier dem Sieger. Die Preise sind unglamourös, aber fördernd. Neben Geld gibt es Stipendien und Engagements zu gewinnen. Und natürlich geht es um Ruhm und Ehre. Dafür legen sich die Finalisten mächtig ins Zeug. Die Jury zieht sich diskret ins Kämmerchen zurück. Im Gegensatz zu TV-Castingshows muss die Kamera bei der Beratung draußen bleiben und das Publikum hat keine Stimme. Aber natürlich die eigenen Favoriten. Uiuiui, es ist noch Heiko. Also für mich ist es die Japanerin. Also mich hat der Amerikaner sehr beeindruckt mit der Figaro-Arie. Der Koreaner, der Pagliacci gesungen hat. Der Koreaner. Einer von den Koreanern ist dabei, ganz sicher. Und tatsächlich, es gewinnt Eun Gwang Lee, Mitglied des Opernensembles am Theater Basel. Ich liebe Bern. Ich liebe Basel. Ich liebe Switzerland. Seine Leidenschaft und seine Ausstrahlung haben die Jury überzeugt. Er spielt auch ein bisschen mit dem Publikum. Aber genau. Das ist, solange nicht ein Regisseur kommt und sagt, das und das genau, und das genau. Hast du zu tun, kann er das. Vielleicht, wahrscheinlich, ich hoffe, ja, weiter andere Karriere machen. Weil ich singe nur in Basel, aber bald, ich hoffe, ein bisschen gastieren. Ein kleines bisschen ist er diesem Ziel jetzt näher. Heute Abend war er jedenfalls der Star.